Auf jeden Fall nochmal herzlich willkommen zu diesem Warm-Up-Stream fürs Wochenende. Mir geht es darum, ich möchte einfach King of the Seas nochmal vorstellen für die Leute, die es nicht kennen oder die vielleicht Interesse haben, jetzt noch mit dazu zu stoßen und zuzuschauen. Will ein bisschen was über das Tournament erzählen, wie der Ablauf ist, was ihr jetzt am ersten Wochenende zu erwarten habt, wie es startet. Wir haben 8 Gruppen am Wochenende, 10 Teams. Und die spielen jeweils gegeneinander, Samstag und Sonntag. Hier sieht man es nochmal, 16. und 15. April, um 15 Uhr geht's los. Und das letzte Match ist dann um 19 Uhr. Das heißt, wir haben eine Gruppenphase. In dieser Gruppenphase spielt jedes Team zweimal gegeneinander. Ja, also ich habe 2 Matches. Das heißt, es kann entweder einen Sieg, ein Unentschieden oder eine Niederlage geben, wie beim Fußball auch. Und das wird dann in die Tabelle eingetragen. Und zwar gehen wir dann über in eine Upper Group und eine Lower Group Stage. Gehen wir mal zu den Rules oder zu dem, was man gewinnen kann. In dem King of the Seas, ja, kann man als auf Platz 1, letztes Jahr war es Penta, die sind dieses Jahr auch wieder Favorit. Die sind halt einfach sehr, sehr stark, das muss man so sagen. Der Erstplatzierte kriegt 20.000 US-Dollar und danach wird halt abgestuft, ganz klassisch. Hier seht ihr nochmal die Übersicht der Tage, die gespielt werden. Wir haben, das ist Wochenende 1, Wochenende 2, 3, 4 und 5. Ja, also man sieht, wir haben hier das Regionale, das heißt, das ist jetzt EU. Und danach kommen die Internationals, da sind dann alle Finalisten aus NA, aus Asien und aus Europa. So viel dazu. Gehen wir zu den Regeln und auch mal zu den Schiffen. Schauen wir uns erstmal den Map-Pool an. Was wird in King of the Seas gespielt? Na, wir haben hier 7 Maps an der Zahl. Die erste Map ist North. Dann haben wir Shatter, Sleeping Giant, Warrior's Path, Insel of Ice oder Islands of Ice, Land of Fire und Loop. Das sind die Maps, die wir im Tournament sehen werden. Wir spielen auf Tier 10. Wir spielen ein 9 gegen 9 mit oder besser gesagt ohne U-Boote, ohne Flugzeugträger. So viele DDs, wie ihr mitnehmen möchtet, so viele Cruiser, wie ihr mitnehmen möchtet. Also da muss die Gesamtsumme halt 9 sein. Du hast 2 BBs, die du einpacken musst. Also da nichts allzu Spezielles. Gehen wir mal auf die Schiffe ein, die nicht erlaubt sind oder die gebannt sind oder die limitiert sind. Das ist immer auch sowas. Das wissen viele nicht. Das kommt so nebenher. Und jeder fragt sich, okay, was passiert hier eigentlich gerade? Also, für dieses Tournament sind folgende Schiffe gebannt. Also das erste Mal die Abyamato, Napoli, Napoli Black. Ja, die normale Napoli ist zugelassen. Puerto Rico, Thunderer, Smarland, Smolensk, Sommers, Yoshino B. Das sind alle Schiffe, die man nicht mehr kriegen kann. Also nicht mehr ohne weiteres kriegen kann. Und deswegen sind die nicht erlaubt. Dann hat man die Tournament Bans für dieses Jahr. Das ist die Nevsky, das ist die Louisiana, das ist die Petropavlovsk. Und dann die St. Martin, ein Schiff im Early Access. Deswegen auch dieses Mal nicht erlaubt. Und dann haben wir noch die Testschiffe. Da sind dabei eigentlich die ganzen pan-europäischen Schiffe, die jetzt neu reinkommen. Ihr kennt sie mit dem Smoke und dem Radar. Da kommen wir noch den Schiff Restrictions, die sieht man hier unten nochmal. Man darf nicht mehr als eine von diesen hier Schiffen mitnehmen. Und hier ist es das gleiche. Also es gibt quasi 2 Varianten der Schiffslimitierung. Also man darf entweder eine St. Vincent, eine Napoli, eine Moskwa oder eine Masso mitnehmen. Und man darf nur eine Kremlin, eine Brisbane, eine Stalingrad und eine Ragnar mitnehmen. Ja, die sind aber getrennt voneinander zu beachten oder zu nutzen. Und das sind so die Schiffe, die wir nicht spielen dürfen. Ja,
zu den Schiffen, die wir spielen dürfen. Das switche ich jetzt auch noch gleich mal rüber. Das sind nämlich sehr, sehr viele. Hier eine kurze Übersicht, was man spielen kann. Ich werde es jetzt nicht im Einzelnen vorlesen. Ich werde es nur mal ein paar rausgreifen, die neu mit dabei sind oder die wir vielleicht häufiger sehen. Also zum einen neu dabei ist die Brisbane. Ist ja ein Schiff, was für Kohle dann kommt und viele auch schon haben. Hier bei den Franzosen Kleber Massot, immer auch sehr, sehr präsent im Tournament. Genauso wie die Marseille letztes Jahr, war ein viel gefahrenes Schiff. Dann bei den Deutschen Schliefen haben wir gesehen auf kleinen Maps mit vielen Inseln. Z52 kann man gut Caps absichern. Könnte man auch das eine oder andere mal sehen. Napoli würde ich als einer der Top-Picks sehen in einem Tournament. Werden wir wahrscheinlich sehr häufig sehen. Venezia auch ab und zu. Ist nicht mehr so decent wie früher. Dann bei den Japanern. Haragumo. Elite-Modul Haragumo, also Leggy Haru, für den Smoke-Train, vielleicht vereinzelt ein paar Shimas, Yamato, Shikishima, gibt es eigentlich immer bessere Schiffe zur Auswahl, gerade im Tournament braucht man ein bisschen andere Art von Schiffen. Bei den Niederländern Golden Löb könnte ich mir als guten Pick vorstellen, das auch mal wir sehen werden. Liang auf jeden Fall auch. Du hast viele Möglichkeiten, du hast einen Smoke, du hast das Radar, du kannst andere Schiffe auch noch gut mit einsmoken. Mit dem Reload-Booster nochmal stabiler geworden allgemein. Also da sehr, sehr stark im Großen und Ganzen. Tour zu den Pan-Europäern. Da Ragnar, overall guter Pick. Mit dem Radar, Tanky DD, kann man gut andere DDs punishen und verfolgen. Bei den Russen, Kremlin, da muss man halt aufpassen. Ich habe ja gerade vorher erzählt, da gibt es ein paar Einschränkungen. Deswegen kann es sein, dass man die Schiffe vielleicht nicht so häufig sieht und sagt, okay, ich nehme lieber einen anderen Pick. Genauso ist es bei der Moskwa, die ist ja auch limitiert. Stalingrad werden wir wahrscheinlich deswegen ein bisschen häufiger sehen. Das ist so die Alternative. Bei den Russen, Kavarov, Delny, haben wir bei ein paar vereinzelten Clans auch gesehen, die gesagt haben, okay, die will ich mal einpacken. Vielleicht auch ein Pick. Basan würde ich jetzt eher nicht so als Pick sehen. United Kingdom, also St. Vincent natürlich starker Pick. Incom kann auch gut sein. Situativ gesehen. Dann Minotaur, Radar Mino wahrscheinlich. Daring, würde ich sagen, ist ein guter DD-Pick overall. Und dann bei den United States. Montana werden wir sehr häufig sehen. Ohio auch, bin ich mir sehr, sehr sicher. Eine Vermont auch. Dann als Cruiser natürlich eine DM. Genau, und als letztes noch zu den DDs. Sherman vielleicht vereinzelt, aber Gearing ist da deutlich der bessere Pick für den Smoke Train. Also overall Gearing würde ich sehr, sehr häufig sehen. Daring auf jeden Fall auch. Ragnar, Liang. Natürlich die Franzosen-DDs overall. Die besten Gun-DDs im Spiel. Jetzt mal vorsichtig gesagt, aber sehr, sehr stark. Und ja, da kann ich mir gut was vorstellen.